Heute zeige ich euch, wie während des Hochwassers unser Kanusteg versinkt. Also hier starte ich immer meine Seekajaktouren. Achtet mal bei dem folgenden Bild auf die Höhe der Pfähle. Das ist so ein Schwimmsteg, der mit der orangen Mütze und wie hoch da das weiße Geländer noch ausragt. Das war dann während des Freitagnachmittags. Danke für die Bilder aus unserer WhatsApp-Gruppe. Ja. Und von den Pfählen seht ihr fast nichts mehr. Und das jetzt, das letzte Bild, das hat einer noch am Abend gemacht. Das weiße Geländer ragt noch ein bisschen raus. Die Schwimmstege schwimmen oben auf. Aber von den Pfählen seht ihr wirklich nur noch die Köpfe. Naja, und der Rest bei der gelben Leiter, da beginnt eigentlich die Fußgängerzone. Das Hochwasser ist noch in der Nacht wesentlich höher gestiegen.